So, herzlich willkommen im Quiz-Taxi. Guten Tag. Ach, sind wir wirklich im Quiz-Taxi? Wir sind im Quiz-Taxi. Okay. Erste Frage. Welche Erfolgsband dreht dieses Wochenende ihr neues Video in der Hauptstadt? Das kann, also da gibt es nicht viel Auswahl. In der großen Koalition wird heute gedreht. Eine Antwort bitte. Luxus. Yeah! Ding, 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 ding. Hey, guck mal, wer da draußen rumläuft. Ja. Ist das nicht der Gitarrist von Luxuslärm? Alter, ist das nicht der Gitarrist von Luxuslärm? Den hier raus? Ja. Kannst du Fenster aufmachen und den beleidigen? Genau, beleidige den mal. Fenster auf und beleidige. Ey, du blöder Gitarrenspieler! Mach da nicht. Nur ohne störende andere Frauen, ne? Ja. Es kommt der Funk. Irgendwie. Sag mal Hallo in die Kamera. Hallo in die Kamera. Wir tanzten auf den Dächern. Wir waren größer als die Welt. Kommen, fliegen oder fallen. Fliegen oder fallen. Was hältst du von den Jungs? Sehr, sehr gut. Ihr seht super aus. Wirklich. Wie Models. Ich komme mir ein bisschen schlecht gerade vor. Scheiße. Ja, das kriegst du schon hin. Oh, vielleicht. Ich habe ja auch männliche Gene. Vielleicht wird das ja noch was. Ne, finde ich richtig geil. Yeah, 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 wir waren so am Start. Mehr, mehr, mehr. Zeig uns mal die Outfits. Ja, komm. Das gehört dem Chris. Das war auch, glaube ich, von Chris. Aber kommen wir zu den wirklich wichtigen Dingen, zu den Schuhen. Also muss sagen, jetzt nach den Einzelshoots, die man im Hintergrund sieht, hat Chris in der Seite Musik angemacht. Also, falls ihr keine guten Gruppenfotos mehr von uns seht, ihr wisst, woran es liegt. So, kurze Pause gehabt. Direkt weiter, wir shooten weiter. Ein neues Outfit. Und es ist einfach ein richtig fettes Studio hier. Ja, okay, ja, gut. Das ist besser. Ja. Ja, super. Okay, jetzt hier. Okay, und jetzt nicht mehr zu mir. Alle weg. Ja, super raus, ruhig ihn nach da. Hier super, wir kommen kurz und hier bitte fahren. Immer in der Mitte. Es geht ja um dich. Auch mal am Rand stehen. Gabi, ist dein Rosenstein noch offen? Nein, ich habe drauf geachtet, Chef. Ich stehe hier rum und ich warte seit Stunden und rate, wann der Herr hier erscheint. Denn du hast 7 Leben und 6 sind vergeben. Warum zieh ich mir das hier rein? Du schmiedest deinen Plan. Nur leid. Leute, herzlich willkommen hier in Berlin. Wir drehen gerade unser Video zu Einmal im Leben. Viel zu groß, ja vielleicht bin ich auch irgendwie durchgeknallt mit Herz und Seele, dir verfallen. Wie ihr vielleicht schon seht, stehen hier draußen die ganzen Produktionswagen. Komm ich gleich an. Und was für mich extrem wichtig ist, wie ihr seht, der Gourmet-Schlitten. Snickers, Twix, alles dabei. Wenn sich alles in dir dreht, wenn du nicht glaubst, dass es weiß. Dieser Riesen-Chaos-Wahnsinn mit Regisseur und Regisseur, Assistentin und Kameramann und sehr gefühlt 100 anderen Leuten.
Es ist nur wegen uns und für uns. Kamera läuft, Playback ab, 50. Das muss man genießen, weil man das ja vielleicht noch einmal im Leben hat. Die Filmcrew, wie ihr seht, ist schon ein bisschen dunkel draußen. Die Filmcrew hat heute schon die Szenen mit den Boxern gedreht. Keiner der Gefahren, doch ich. Wie war der Dreh für dich? Sehr schön. Interessante Erfahrung. Mit dir gemeinsam durchs Leben gehen. Und ist es was anderes, Show zu boxen? Dann musst du dich bemühen, nicht richtig drauf zu hauen. Ja, auf jeden Fall ist es sehr schwierig, das, was man jahrelang trainiert hat, dann nicht anzuwenden. Ist fies, ne? Und Worte können das nicht ändern. Nein, vielleicht nur ein. Wie war der Dreh für dich? War cool, Spaß gemacht. Und dein Gegner ist auch wirklich, mit dem du trainierst, ne? Ja, genau, das ist ein Freund von mir. Ich bin mit ihm von Montag bis Freitag auch gefahren. Deswegen war es gerade cool, dass wir eben schon recht eingespielt waren. Na? Na? Wie ist es? Gut. Viel Halligalli hier, ne? Ja, zwei nackte Männer, die um ihre Ehre kämpfen. Gleich dürfen wir dann irgendwann mal in den Boxring steigen. Und schon bin ich drauf. Und ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch mal, was so alles aufgebaut ist. Hier ist unser Fitting. Hier ziehen wir uns dann um. Hier hängen unsere Kleider. Das kannst doch eigentlich nicht geben. Das ist meine Lieblingsregieassistentin. Warum denn? Wieso denn? Das ist meine Lieblingsregieassistentin. Oh, ich bin gleich gesehen. Angelique. Um den es dann im Endeffekt geht, wie ihr seht, indem wir dann, nachdem die zwei Boxer geboxt haben, rein dürfen. Sag mal, warum singst du wie Mickey Maus? Ich weiß auch nicht, was das so ist. Sie steigt um auf Techno. Natürlich dann nachher in eine Slow-Mo, Slow Motion auch genannt, umsetzen können, sodass die Bewegung. Versteht ihr? Ja, also wir freuen uns riesig drauf. Wir werden euch immer mal wieder daran teilhaben lassen, was heute so passiert, auch fittingmäßig mit unseren Outfits, und wir freuen uns schon sehr auf das Ergebnis. Bis bald! Sehr schön. Mir gefallen die auf der Bühne. Vielleicht kann ich dir.